Und wir sind zurück, Leute, bei der Pokémon-Schild Nuzlocke mit Mia. Miku XC ist nicht dabei, aber eine Soul Link wird irgendwann mal mit ihm von diesem Spiel bestimmt kommen. Deswegen spiele ich hier jetzt auch den männlichen Charakter. Falls die Soul Link irgendwann mal kommt, werden wir den weiblichen Charakter beim Miku XC nehmen. Wenn wir mit ihm zusammenspielen oder so. Wir gucken mal. Aber wir sollen jetzt erst zu meiner Mutter. Die Nuzlocke hat noch nicht begonnen. Wir haben die Pokébälle noch nicht gekriegt. Gehen wir also erstmal zu Mama und gucken wir mal, was Mama... Wir müssen Mama ja noch Bescheid sagen, dass wir einen Pokédex haben wollen. Oh, das ist ja mein süßes Chimpep. Ihr wollt nach Brassbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Deleon hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um deinen Chimpep. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Und du, Chimpep, pass mir gut auf meinen Train auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Oh, Chimpep sieht so aus, als könnte es eine Pause gebrauchen. Ruht euch kurz aus. Mit Pokémon an deiner Seite ist keine Reise zu weit. Und wenn es ihm gut geht, kommt auch dein Lächeln von ganz alleine, stimmt's? So, gehen wir. So, jetzt nachdem wir mit unserer Mutter geredet haben, gucken wir erstmal in den Beutel und schauen mal, ob wir Pokébälle jetzt irgendwie gekriegt haben. Ja, tatsächlich. Wir haben Pokébälle gekriegt. Und damit beginnt die Nuzlocke. Jetzt schauen wir aber mal, was wir kriegen. Und wir haben noch was. Abenteuer, Fibel und Angel. Gut, braucht kein Mensch, aber wir haben eine Angel gekriegt. Nice. Können wir die denn schon, ich könnte sie als Favorit machen. Okay. Dann gehen wir erstmal runter. Wir sollen uns ja jetzt den Pokédex holen. Schauen wir mal. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Mimeon trainieren. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Alles klar. Pass auf, dass du die schlafenden Wolli nicht aufwächst. Ja, ich würde den Wollis gerne ins Gesicht treten, wenn wir da durch können, aber egal. So, dann... Das ist unser erster Encounter. Ein Wolli. Ich möchte ein Wolli haben. So, hoffentlich stirbt Wolli nicht. Knapp. Soll ich jetzt schon einen Ball werfen? Wenn ich jetzt kritte, dann war's das. Ich werfe einen Ball. Und hoffen wir auf unser Glück. Ja, wir haben unseren ersten Encounter gefangen. Das ist Wolli. Nice. Wolli geht zu uns. Cool. Drechsler lernt Verhöhe. Ja, super. Absolut useless. Aber wir haben Wolli. Ja, ich möchte Wolli einen Spitzname geben. Ich werde Wolli nach Dragon Ghost benennen. Mal gucken, wie lange Dragon Ghost dabei ist. So, das passt. Hoffentlich bist du zufrieden, ein Wolli zu sein. Die restlichen Pokémon können wir hier trainieren. Da wir auf Route 1 keinen Encounter mehr frei haben. Anspannung von Microwirk. Die Pokémon... Okay. Das geht viel zu schnell weg. Was soll denn der Scheiß, Alter? Kannst doch gar nicht lesen. Gut, wir wissen gar nichts von dem Vieh. Da kommt der Silberblick. Er will meine Def senken. Der kleine Lappendiggi. So, ich glaube, ich sollte meinen Wolli mal... Ah, nee, Wolli ist noch geschwächt und ich will Wolli nicht riskieren. Wir bleiben erstmal bei Drechsel. Zweimal die Def senken. Kommt er jetzt mit Piekser an, dann ist die Kacke aber am Dampfen hier. So.
sehr nice. Nice. Was bist du denn? Ein Kleptifuchs, ey. Zum Glück spiele ich das Spiel nochmal privat. Da kann ich die alle fangen, Alter. Oh, Kleptifuchs kann Ruckzuckieb. Unschön, dass der eine Prio kann. Und der ist sogar Level 6. Zweigstoß. Aber Drecksau outspeedet. Die Animationen sind ja auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Anstatt, dass er nicht mit seinem Stock zuhaut, kommt er einfach einen Zweig an. Das ist schon mal nicht geil. So. Damit erreicht Dragon Ghost Levels 4. Dragon Ghost erlernt ein Igler. Super. Das sind richtig gute Attacken. Und hier ist ein Pokéball. Wir finden einen Trank. Sollten wir schon mal einen einsetzen? Wie viele haben wir denn? Nö, Drechsler hat eigentlich, glaube ich, noch genug Leben. Nur ein Crit könnte uns das Leben schwer machen. Ein Raffel. Raffel ist auch Level 6. Das ist ganz schön krass. Und der hat eine starke Def. Das könnte jetzt ein sehr ekliger Kampf werden. Wenn wir Drechsler jetzt schon verlieren würden, wäre das echt traurig. Sehr nice. Drechsler ist 9 und Dragon Ghost ist 5. Geil. So, dann heilen wir Drechsler jetzt mal. Jetzt brauchen wir nämlich einen Trank. Aber safe. Wie gesagt, kein Bock Drechsler zu verlieren. Am Anfang schon, der Nuzlocke. Das wäre super schlecht, aber... Zwei Paraheiler, das ist okay. Noch ein Kleptifuchs. Das Kleptifuchs ist nicht so stark wie das davor. Oh, der kann prügeln, Alter. Gut. Ah, das ist eine Attacke, die mehrmals trifft. Das ist scheiße. Aber unser Drechsler rasiert den halt einfach weg. So, gehen wir erstmal durch. Ein stärkeres Glurak habe ich noch nie gesehen. Okay, Moment. Schauen wir uns erstmal in der Stadt ein bisschen um. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Etwas kaufen. So, ich habe... ganz schön viel Geld gekriegt. Ja, Beleber, das nützlichste Item ever. Wir kaufen uns erstmal ein paar Tränke. Ich würde so sagen, 7 Stück sollten erstmal reichen. Gut. Ich wollte mich eigentlich nicht hin. Ich wollte mit dem Typen hier labern. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Moment mal, waren das da Bankautomaten? Alle Züge verspäten sich aufgrund... Oh, okay. Erinnert mich an die Deutsche Bahn. So, weiter geht's. Der Champ ist hier! Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor, auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Und das juckt. Gehen wir erstmal in das Haus hier rein. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolika? Die findest du in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2. Okay, weiter geht's. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung.
Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Naja, wir gehen schon, wir gehen schon. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Delion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist, oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Hallo, Voldi. Na, mein Kleiner, danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo? So stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrtschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanya, die Assistentin der Professorin. Du nimmst dich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Train, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch einen Smart, Rotom. Hey, Rotom. So ein Smart, Rotom ist schon was Tolles, besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer Delion natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun, als den Pokédex auf dein Smart Rotom zu installieren. Also, ich brauche jetzt wirklich keine Tipps für Pokémon. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Geil! Delion hat sich zu einem hervorragenden Champ gemausert, während ich mit der Arbeit als selbsternannte Assistentin zufrieden geben muss. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Tja, so ist das Leben. Über die Wandlung von Pokémon. Pokémon ändern ihre Gestalt nicht nur durch Levelaufstieg, sondern zuweilen auch durch den Einfluss bestimmter Items oder Orte. Man nimmt an, dass ein spezieller Faktor im Inneren für den Wandel der Gestalt und Persönlichkeit verantwortlich sei. Doch bisher wurde kein schlüssiger Beweis für diese Hypothese gefunden. Mehr Bücher nicht? Toll. Lahm. Was ist das Dynamax-Phänomen? Dynamax beschreibt das Phänomen, bei dem Pokémon gigantische Ausmaße annehmen. Es wird nur in Galar und an bestimmten Orten unter spezifischen Bedingungen beobachtet. Okay, hier steht nur was über das Dynamax-Phänomen. Gigantische Größe als Überlebensstrategie. Normalerweise werden Pokémon durch die Entwicklung stärker und auch größer. Sich selbst so groß wie möglich erscheinen zu lassen, stellt eine natürliche Überlebensstrategie dar. Okay, mehr gibt's nicht. Hier vielleicht irgendwas? Oder hier? Hier? Diese Tafel ist von oben bis unten mit Notizen vollgekritzelt. Danke. So, gehen wir. Oh, was ist das? Nur Erz wahrscheinlich. Da ist Voldi. So, dann gehen wir mal raus. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich. Das ist ein Trank. Setze ihn ein, wenn eines deiner Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schildern steht.
Ja gut, die Schilder ignorieren wir mal gekonnt, aber wir werden mit den meisten Leuten reden. Hier auf dem Land geht es recht ruhig zu. Die Großstadt dagegen wird dich umhauen. Wenn du dich auf deinen Reisen verirrst, wirf einfach einen Blick auf die Karte. Haben wir denn schon eine Karte? Ja, tatsächlich. Unser Smart Rotom zeigt uns die Karte an. Geiles Feature. So, das ist unser Pokédex. Wir haben erst die drei gesehen. Cool. Nee, gar nicht. Hier. Ah, der zeigt empfohlene Pokémon gleich die Pokémon an, die man hier kriegen kann. Das ist nice. So, leider für uns nicht von Belang. Moment mal. Geheimgeschenk? Per Pokéball Plus mit Pokémon einen Ausflug machen. Nee. So. Deleon ist einfach unglaublich stark. Er ist eine richtige Berühmtheit. Ich wollte eigentlich auch Pokémon-Trainer werden, wenn ich mal groß bin. Aber ich finde es voll schwierig, wie Deleon den ganzen Tag nur an Pokémon zu denken. Ja, noch. Ich habe Deleon am Bahnhof gesehen. Selbst von Weitem strahlt er Stärke aus. Die Glurak-Pose. Wenn ich die gleiche Pose wie der Champ einnehme, fühle ich mich direkt stärker. Okay, mit dem Zug können wir auf jeden Fall noch nicht fahren. Dann hoch. Sania hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus, du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein, mir nach, Train. Ich werde gezwungen ins Pokémon... Nice. Ich sag's euch, Leute. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Train? Nein, ich kenne mich schon aus. Na, da muss ich dir ja nichts mehr erklären. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Train, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Oh, guck mal, neues Pokémon. Sehr wohl, okay. Ich bin dein Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf sein? Eine Attacke ändern, eine Attacke vergessen. Alles klar, du bist nutzlos. Was bist du eigentlich? Ah, das ist der Computer. Nice. Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst. Und das sogar kostenlos. So, kann ich hier Pokébälle kaufen? Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir haben nur diese vier, die wir haben. So, das war's dann auch erstmal. Können wir gehen. Ach nee, Moment. Wir sollten erstmal unsere Pokémon heilen. Das wäre ein guter Vorschlag. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. So, damit können wir Wolli auch endlich mal im Kampf einsetzen, wenn Wolli mal gute Attacken bekommt. Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich total ins Schwarze. Hm, möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Ja, warum nicht? Dann verrate mir doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. Ja, kann ich gerne machen. Und an welchem Tag? Kann ich auch gerne machen. Ja. Ah, okay. Dein Geburtstag ist also am 15.8., richtig? Ja. Wenn du am 15.8. geboren wurdest, dann wirst du, also du... Hä? Was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Wo waren wir gerade? Ach ja, dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Megaglück. Es kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. Haha, war nur Spaß. Ja, so sieht's aus. Tschüss, dann man sieht sich. Wow. Das war richtig useless, Alter. Ich habe gehört, dass Deleon einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Der hat Beeren, nice. Aber nee, danke. Danke für deinen Besuch. Ma,
Morgens weckt mich mein Pokémon auf. Abends bringe ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mir mein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Okay. Oh. Wenn man mit seinem Pokémon gemeinsam ist, schmeckt alles doppelt so gut. Ich gehe so gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Ich will auch in der Boutique einkaufen, mit ziemlicher Sicherheit. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ich möchte gerne einen anderen Rucksack haben. Und zwar ganz gewaltig. Gibt's nur Canvas-Reisetaschen? Uff, Rudi, das zackt richtig. Die Brillen sind auch nicht gerade cool, aber die Handschuhe, nice. Da hätte ich gern die gelben. So, was haben wir denn noch? Nee, hier kriegen wir noch nichts Gutes. Socken, auch nicht. Hosen. Ah, Jacken. Jacken kriegen wir, gibt schon was Besseres. Ha, nice. Ich nehme Akani. Akani ist teuer. So viel Geld haben wir noch nicht. Hätte ich gern genommen, aber dann nehmen wir einfach ein bequemes gelbes Shirt. Und dann... eine schwarze Kapuzenjacke dazu. So, Hosen gibt es leider noch nichts Gutes, was ich gerne hätte. Ah, ist, ja, Strumpfhose, nee, lass mal. Leggings auch nicht. Aber lange Socken gibt es, das ist besser. Nehmen wir hier mal Marineblau. So, und Schuhe haben die halt nichts Gutes im Angebot. Also nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. Und Mützen sind es halt nur solche. Aber bei Mütze will ich eh gleich nochmal gucken, ob man die ausziehen kann. Möchtest du den Einkauf beenden? Ja. So, dann gucken wir mal, ob wir die Mütze einfach ausziehen können. Ja. Sehr schön. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. So, okay. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also die Artikelauswahl hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Tja, für mich haben sie auch nicht das Perfekte, aber wir sehen erstmal gut aus. So, dann wollen wir mal. Auf geht's, weiter ins Abenteuer. Jetzt haben wir uns hier umgesehen. Sag mal, Train, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena-Challenge? Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Delion könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Ja, werden wir machen, werden wir machen. Aber die Nuzlocke dreht sich ja nicht nur. Es soll ein standardmäßiges Let's Play nur als Nuzlocke sein. Also reden wir auch mit allen Leuten, soweit es geht. Zwischen Sania und Delion herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Danke. So, gehen wir raus und reden wir mit denen hier. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typ entspricht, steigert das ihre Stärke. Nennt man auch Stab, aber egal. So. Das Haus der Professorin erkennt man auch von Weitem an seinem violetten Dach.
Ich habe ein Beleber, das beste Item in einer Nuzlocke. Nice. Absolut nutzlos. Bringt uns gar nichts, außer wir verlieren halt komplett. Dann können wir den Beleber einsetzen. Aber im Moment ist er halt einfach useless. Wie hier können wir uns einen neuen Account erfangen. Nice. Hey, Train. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich es dir. Wer ein Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Deleon? Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Train. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Ja, ohne mein Wissen. Beziehungsweise gut, dass wir geguckt haben. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. 20 Pokébälle, ja moin, Diggi. Nice. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Wird sich zeigen, ne? Wartet's nur ab, ich werde in 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Okay, los geht's. Oh, ich will das Zickzacks. Komm her, Diggi. Das ist unser Encounter für diese Route. Ein Zickzacks Wild ist erschienen. Ja, das müssten wir doch easy mit einem Kratzer angreifen können, oder? Ja, locker. Oh, da kommt der Silberblick. Ich sollte auf jeden Fall mit ihm gehen, was sowas angeht. Ich werde hier einen Heuler einsetzen. Um seinen Angriff zu senken. So, nochmal ein Kratzer. Da kommt der Sand. Ja, genau. Meine Genauigkeit erstmal senken. So läuft das. So, Kratzer kann jetzt verfehlen, leider. Bitte triff. Dankeschön. So, jetzt können wir Zickzacks fangen. Und einsetzen. Ich hoffe, wir kriegen das Zickzacks. Ja, und das ist unser nächster Encounter. Sehr geil. Cool. Wir haben Zickzacks gefangen. Es hinterlässt überall ein riesiges Chaos, in dem es sich im Zickzack bewegt. Hierbei handelt es sich offenbar um die älteste Form von Zickzacks. Ja, jetzt ist die Frage, wie sollen wir Zickzacks nennen? Ich werde Zickzacks nach Eiger benennen. Auch ein Abonnent von mir. So, wenn er das Projekt guckt, wird er das sehen. Wenn nicht, dann nicht. So, Zickzacks ist unser neues Mitglied. So, hier hätte es sonst noch diesen Fuchs gegeben und sowas, aber wir gehen weiter. So, da ist unser erster richtiger Trainerkampf. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Knirps, Timmy. Mal gucken, ob du stark bist, Timmy. Ich bin super gespannt. Level 6, alles klar. Das ist ein gutes Level. Aber wir machen die Hälfte an Schaden. Aber der macht auch, der haut auch ganz gut rein. Das sollte es für Raffel gewesen. Was? Dann hatte ich eben Hyrule, Alter. Oh, Brudi. Das ist bitter. Gut, dass wir outspeeden. Nice. Drechsel erreicht Level 10. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft.
Na, so stark bin ich noch nicht, aber ja, du hast verkackt, Alter. Oh, ist da ein Voldi? Ja, es ist ein Voldi. Ich hätte ihn so gerne gefangen, aber wir dürfen leider nicht. 2 Tränke, das ist nice. Tja, ich hätte Voldi gerne gefangen, aber das wird mit Voldi und mir leider nix. Auf jeden Fall nicht auf dieser Route. Wangenrubbler? Kann der? Okay. Wie ist ein Opara? Natürlich kriege ich die Para. Immer. Haben wir irgendein Item gegen die Para, sonst dürfen wir nämlich ins Pokémon Center laufen. Ja, wir haben zum Glück 2 Para-Heiler. Ah, hochlaufen kann man nicht, aber man kann wieder von Ecken runterspringen. Da ist noch ein Voldi. Hier. Tipps für Trainer. Pokémon erhalten für gewonnene Erfahrungspunkte werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, ist, den Pokémon zu fangen. Ja, nice. Ist in der Nuzlocke natürlich immer richtig gut, wenn sowas dann kommt. So, nice. Da ist noch eine Trainerin, aber ich würde sagen, wir geben unserem Drechsel erstmal, Drechsel und Eiger erstmal einen Trank jeweils. Damit die auch fit bleiben. Sicher ist sicher. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Und dann kriegst du gleich richtig auf die Fresse, Alter. Göremeier. Oh, was bist du denn, Alter? Kamehubs? Ja, das war's. Okay, tschüss. Du bist ja schneller down gewesen, als ich Hallo sagen konnte, Alter. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Tja, da ist Zickzacks, aber... Oh, noch einer. Hey, du Affe. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Wenn du meinst, Knirps Dennis, wenn du meinst, dass du mich besiegen kannst. Oh, was bist du denn, Alter? Du bist ja nice. Ich probiere mal 2 Stoß. Dürfte nicht sehr effektiv sein, wenn ich den Typ... Ja, ich denke, es ist ein Käfer-Pokémon. Der könnte ja, ich krieg sofort den Spätzangriff-Drop. 2 Stoß müsste aber physisch sein. Dann war's das für Zensect. Na, er hat einen Kleptifuchs. Oh ja, komm, du Kleptifuchs hat natürlich wieder seine bekackte Prio, Alter. Oh, bitte lass mich outspeeden. Ja, nice. Sehr schön. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Ja, vielleicht solltest du doch mal an deiner Einstellung arbeiten, Kumpel. Aber ich würde sagen, Leute, ich beende hier den Part. Das war wieder ein schöner Part. Wir haben einen neuen Encounter gefangen und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Like dieses Video und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder mehr Pokémon-Content sehen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, der Pokémon-Schild Nuzlocke. Bis dann und habt einen schönen Tag.